Die Frage nach der Technik, gibt es eigentlich sowas wie böse Technik, liebe Technik? Manfred Spitzer hat sich ja gerade einen Namen gemacht, damit, dass er uns erzählt, wie gefährlich das doch alles ist. Und er macht da aber meiner Ansicht nach ein paar wichtige logische Fehler. Er macht einen wichtigen Hinweis, wir müssen nämlich die Technik, die wir nutzen, hinterfragen. Er vergisst aber, er macht das sehr global und verteufelt irgendwie alle Technik, und das ist doch nicht die Richtung, in der ich das denke. Also wenn er sagt, das Navi macht uns, verändert unser Denken, hat er recht. Aber das macht nicht generell alle Technik böse. Karten zum Beispiel sind auch eine Technik, sind eine Kulturtechnik, und von denen spricht er gar nicht, dass die haben auch unser Denken verändert, und das stört ihn aber gar nicht. Also und da muss man eigentlich etwas genauer differenzieren, und genau darum geht es mir primär. Je mehr digitale Technik wir haben, desto überfordernder wird das irgendwie auch alles. Und da ist quasi meine Ansage, wir brauchen digitale Mündigkeit, weil nur damit können wir überhaupt anfangen, die Technik im Griff zu haben und damit auch wirklich verantwortungsvoll umzugehen. Einen kurzen Blick auf den Fahrplan. Nach dem Einstieg wird es dann erstmal einen kurzen Abriss zum Thema Technikphilosophie geben. Was ist das überhaupt und was ist Technik und wer ist da eigentlich aktiv? Dann werde ich den Begriff Technikpaternalismus erläutern und kritisieren. Und dann gehe ich eben zum Thema Mündigkeit, im Endeffekt dann zur digitalen Mündigkeit. Das sind sozusagen die Richtung, in der wir uns bewegen. Genau, kommen wir zum abstrusen Einstieg. Im Jahr 2006 hat Adam Sandler einen seiner vielen Filme gemacht, der jetzt nicht unbedingt besonders gut war, aber ich fand das Thema ganz spannend. Er hat nämlich eine Fernbedienung, mit der er das Universum bedienen kann. Und diese Fernbedienung hauptsächlich spult er damit vor. Also es fängt alles ganz harmlos an. Er spult einen Streit vor mit seiner Freundin. Den muss er dann nicht erleben. Und das ist natürlich eine feine Sache. Dann kann er auch noch den Besuch bei den Schwiegereltern vorspulen und ist erstmal richtig begeistert. Was das Problem an der Sache ist, ist, das ist eine lernende Fernbedienung. Das heißt, das nächste Mal, wenn ein Streit mit seiner Freundin anfängt, spult die Fernbedienung wieder automatisch vor. Und im Endeffekt spult die Fernbedienung immer mehr vor, weil er nutzt sie ja immer mehr und sie hat dann gelernt. Und am Ende hat er sein ganzes Leben vorgespult, von seinen Kindern nichts mitgekriegt und bereut, diese Fernbedienung überhaupt jemals benutzt zu haben. Und also die Moral ist, solche Technik ist schlecht. Und während sich die einen eben eine Fernbedienung wünschen, um diesen Film vorzuspulen, fällt den anderen auf, dass das Problem eigentlich wo ganz anders liegt. Denn diese Fernbedienung ist eigentlich gar nicht so doof. Ich hätte die auch gerne. Das Problem ist, dass sie lernend ist und dass ich nicht mehr kontrollieren kann, wann sie vorspult und wann nicht. Dass sie also von sich aus agiert. Und das ist unkontrollierbar, und in dem Moment wird sie tatsächlich problematisch, aber nicht, weil es einfach böse Technik ist, sondern weil man ihre Entscheidung nicht mehr überbrücken kann. Und das ist eben genau das, was ich als Technikpaternalismus bezeichne. Beziehungsweise das kommt nicht von mir, aber da kommen wir später drauf. Und das ist genau die Differenzierung, die mir zum Beispiel auch bei Spitzer fehlt. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Science-Fiction-Filme, die genau das Motiv aufgreifen, Technik oder Computer steuern unser Leben und steuern mehr, als uns eigentlich recht ist. Hier in dieser Liste fällt, man sieht das leider nicht so gut, weil ich nicht scharf stellen konnte, fällt einer ein bisschen raus. Das ist hier unten in der Mitte, Minority Report. Warum fällt der raus? Es handelt sich zwar um Kontrolle durch Technik, die dort thematisiert wird, aber wir müssen da gar nicht mehr drauf warten, weil das, was in Minority Report thematisiert wird, das haben wir schon.
Es ist also gar keine Dystopie mehr. Wir haben das Projekt INDECT, das ist ein europaweites Projekt, was damit beschäftigt ist, Informationen zusammenzuführen und zu versuchen, dadurch viel Kontrolle über die Menschen zu gewinnen. Es gibt auch, deswegen erwähne ich das hier, zu diesem Projekt passend eine Ethikkommission, eine eigens eingerichtete Ethikkommission, die sozusagen die Technikfolgenabschätzung bewertet und die sagt, das ist aber alles gar kein Problem, dass wir ganz viele Daten vernetzen und dadurch gewinnen wir doch ganz viel, ist völlig unproblematisch. Und dabei kommen wir genau zu der Frage, was legitimiert denn diese Ethikkommission, was machen denn eigentlich die Philosophen? Die müssten doch eigentlich sich da auch mehr Gedanken zu machen, machen sie auch. Hier haben wir zum Beispiel einen, der dieses Phänomen, du glaubst zu schieben und wirst geschoben, auch schon recht früh erkannt hat oder festgestellt hat. Und wenn wir jetzt zur Technikphilosophie kommen, es gibt eben den Bereich der Technikphilosophie, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt. Komischerweise sind in solchen Ethikkommissionen immer sehr, sehr wenige Moralphilosophen oder Technikphilosophen zu finden. Das sind dann immer irgendwie Leute aus der Wirtschaft. Aber da wollen wir quasi hin. Technikphilosophie, gerade mit in Bezug auf Technik haben wir hier diese schöne Volksweisheit, wenn ich einen Hammer habe, sieht ihr das Problem wie ein Nagel aus. Das eigentlich schon ganz schön zeigt, ist Technik neutral, ist Technik nicht neutral, das wirft halt eine Frage auf. Was ist Philosophie? In Hackerkreisen sage ich immer, das sind die mit der Antwort 42 nicht zufrieden sind, also dass denen das nicht reicht. Das ist eine Douglas Adams Bemerkung, weil ja die Antwort 42, die laut Douglas Adams die Antwort auf die Frage nach dem Leben und dem Universum ist. Es geht also darum zu fragen, was wollen wir eigentlich und was macht die Technik eigentlich mit uns? Die Technikphilosophie findet verschiedene Bereiche natürlich oder hat verschiedene Thesen. Die erste ist zum Beispiel die Überlegung, dass der Mensch ein Mangelwesen ist und dass Technik entwickelt wird, um eben Zeit zu sparen oder überhaupt um diese Mängel zu beheben. Zeitmangel ist einer der größten, so rum war es. Zeitmangel ist einer der größten Mängel des Menschen. Er stirbt halt irgendwann und sehr, sehr viele Technik ist genau darauf ausgerichtet, Zeit zu sparen, Zeit einzusparen, die Waschmaschine, das Flugzeug. Da gibt es ganz, also man kann bei ganz vielen Stellen sehen, das ist jetzt, soll jetzt Zeit sparen. Es gibt die These, dass Technik bedürfnisorientiert ist, dass man sich damit die Natur unterwerfen möchte, also wenn ich den Acker bestelle oder Tiere züchte oder auch Fluggeräte baue, damit unterwerfe ich immer die Natur meinem Zweck. Es gibt auch hier auch ganz früh schon die Sorge vor Verselbstständigung von Technik, also Kontrollverlust, das ist quasi die Richtung, in die ich ja auch mit Technikpaternalismus dann gehe. Es gibt die Frage nach der Neutralität von Technik. Meine These ist, sie ist nicht neutral, sie kann nicht neutral sein. Technik gibt immer einen Handlungsrahmen vor, das wie bei dem Hammer-Nagel-Zitat. Aber das entbindet uns natürlich nicht unserer moralischen Verantwortung, wie wir Technik benutzen. Also es hängt immer auch davon ab, wie wir sie gebrauchen. Aber sie kann nicht neutral sein. Dann wird natürlich auch die Frage nach der Macht der Technikerinnen gestellt, was können die allein dadurch, dass sie die Technik prägen und formen, was können die ausrichten, was für eine Macht haben die? Und diese Macht müssen wir uns auch bewusst machen. Und das ist quasi genau das, worauf ich auch hinaus möchte, dass eben in der digitalen Technik noch viel zu wenig Philosophie drinsteckt und dass das einfach ein bisschen mehr stärker werden muss, weil Technikerinnen oft sehr nah dran sind und dann diesen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Effekt auch haben. Und das heißt, es muss auch philosophisch hinterfragt werden und dann stellt sich aber fest, irgendwie viele Philosophen
Ja, naja, es ist eine neue Technik. Es ist natürlich von den hochgestochenen Philosophen, die sind mittlerweile recht alt, jedenfalls die, die sich schon einen Namen gemacht haben und noch leben. Und da wird es natürlich eng, da gibt es einfach noch nicht so viele, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das kommt, ist aber jetzt am Kommen. Die ersten Dissertationen zu dem Thema werden geschrieben. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Und gleichzeitig sage ich mir, wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, dann muss eben der Prophet zum Berg kommen. Und dann müssen sich eben auch andere drum kümmern. Und dann müssen die, die sich schon mit Medien beschäftigen, einfach auch mehr Gedanken darum machen. Wie wollen wir das denn eigentlich haben? Ja, Umwelt ist natürlich auch ein klares Thema der Technikphilosophie, spielt jetzt außer in der Green IT natürlich für diesen Vortrag keine Rolle. Und die Frage, darf ich mich eigentlich, also darf der Mensch den Körper technisch verbessern? Das geht zum Beispiel in die Richtung, also wenn viele das machen, dass sie zum Beispiel ihr Gehirn verbessern würden, wenn das möglich wäre, dann würde natürlich eine Art Gruppenzwang entstehen. Ich würde keinen Beruf mehr finden oder keinen Job mehr finden, wenn ich das nicht auch mache. Und genau aus dem Hintergrund muss man natürlich auch solche Sachen hinterfragen. Der Begriff Technik kommt aus dem Altgriechischen, Altgriechischen Techne, und bezeichnet eine Kunst, ursprünglich also eine Kunstfertigkeit, eine Kompetenz, also zum Beispiel ein Pferd zu beschlagen oder Gitarre zu spielen. Das ist also die Technik des Gitarrespielens. Erklärt ganz gut, das ist sozusagen der ursprüngliche Begriff. Dann kommt noch dazu, die Altgriechen haben immer ganz viele Bedeutungen für ihre Wörter gehabt, eine Tüchtigkeit, eine wissenschaftliche Tüchtigkeit, Geschicklichkeit und ganz schön, es kommt auch das Wort List, also ich habe eine fesche Technik. Und als weitere Bedeutungsebene kommt dann die Kunst, also die schöne Kunst, die bildende Kunst, das Kunstwerk. Und insofern, an der Stelle finde ich auch immer die Verbindung zwischen Hackern und Philosophen, weil Hacker sind eben auch Kunsthandwerker. Also sie benutzen Technik und das hat eben für mich auch viel mit Kunst zu tun. Das ist einfach auch ein tolles Erlebnis, wenn plötzlich Technik, die man selber programmiert hat oder so, auch funktioniert oder wenn man ein Problem elegant löst. Und da sind wir ja schon. Das ist sozusagen die Definition. Es gibt noch den Unterschied im Deutschen zwischen Technik und Technologie. Das sind zwei Begriffe. Im Englischen gibt es nur Technology, was dann für die Übersetzer immer schwierig ist, ob sie es jetzt mit Technologie oder Technik übersetzen. Der Unterschied ist schwierig zu definieren. Ich versuche es grob, es gibt auch andere Definitionen. Am häufigsten ist die Unterscheidung in der Form gemacht, dass Technik das Allgemeine darstellt, also alle Technik ein umfassender Begriff ist, während Technologie einzelne Technikzweige betrachtet. Also das ist jetzt die Computertechnologie, aber ich unterhalte mich über die gesamte Technik. Oder Technikphilosophie macht sich natürlich Gedanken um alle Technik, während wenn ich nur über meinen Computer philosophieren würde, dann würde ich Technologiephilosophie betreiben. So kann man das einigermaßen zusammenfassen. Es gibt eine moderne Definition des Begriffs Technik von der VDI Düsseldorf, aus einer VDI-Richtlinie, und das ist eigentlich, das bringt es relativ einigermaßen bündig zusammen. Sie umfasst nämlich diese drei Punkte: einmal die nutzerorientierten künstlich gegenständlich wirkende Gebilde, sogenannte Artefakte. Alle menschlichen Handlungen und Einrichtungen, in denen diese Artefakte hergestellt werden oder entstehen überhaupt, und wiederum alle Handlungen, in denen diese Artefakte verwendet werden. Also ich kann den Hammer, es ist sozusagen der Hammer oder der Kuli, also ich kann, der Hammer wäre quasi Punkt 1, da ist Artefakt. Das Herstellen des Hammers wäre Punkt 2 und das Anwenden des Hammers wäre Punkt 3. Das ist alles Technik, deswegen ist das ein schwieriger Begriff.
Günther Ruppol sagt so schön, jede Invention ist eine Intervention, und zwar in Natur und Gesellschaft. Technik macht andere Menschen aus uns. In dem Moment, wo eine neue Technik entwickelt wird, prägt sie das Umfeld des Menschen und sie prägt den Menschen mit. Im Urheberrecht haben wir diese Stelle, diese Diskussion ganz gerne mal. Ganz früher haben nämlich Musiker zum Beispiel nur überhaupt darüber Geld verdient, dass sie sich vor einen Raum von Leuten gestellt haben und da aufgetreten sind. Dann kam irgendwann eine Technik, mit der man Musik fixieren konnte. Und das konnten sie dann verkaufen. Dadurch haben sie durch Technik ein neues Verkaufsmodell entwickelt. Naja, und Technology give it, Technology take it away. Jetzt wird das halt ganz schwierig. Und das ist alles entsteht durch Entwicklung der Technik. Zu sagen, na, dieser Fortschritt, das ist auch doof, oder im Urheberrecht, da geht uns ja jetzt ganz viel verloren und das Geschäftsmodell geht kaputt. Da gibt es dann dieses schöne Gegenbeispiel mit dem Kühlschrank, dass ja seit der Erfindung von Kühlschränken die Eistransporteure ihren Job los sind und das Finanzierungsmodell für Eistransport überhaupt nicht mehr funktioniert. So hat man nämlich vor der Erfindung von Kühlschränken Sachen kalt gehalten. Manche Dinge sind halt einfach nicht mehr nötig, wenn neue Technik dazukommt. Und was sie macht, sie ersetzt, sie ergänzt, sie verändert, sie erweitert, sie schafft neue oder eliminiert alte menschliche Handlungsweisen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns bewusst machen. Jede Technik, die ich benutze, verändert mich. Und jede Technik, die ich neu erfinde, auch. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, Technik zu hinterfragen, ob die mich denn auch so verändert, wie ich das gerne hätte. Man kann auch unterscheiden in harte und weiche Techniken. Die harte Techniken, hier sind so ein paar Klassiker, der Webstuhl, die Dampfmaschine und die Elektrizität. Genau über diese drei Faktoren sagte einst Karl Marx, dass das viel gefährlicher, revolutionärer sind, als es Menschen jemals sein könnten. Aber es sind eben nicht nur diese harten Kulturtechniken, sondern es gibt auch die weichen Kulturtechniken. Ich habe vorhin schon von Karten gesprochen, aber auch die Zeitmessung oder die Erfindung von Schrift oder ein Inhaltsverzeichnis. Also wirklich Dinge, über die wir uns auch gar nicht mehr Gedanken machen. Die haben damals, zu dem Zeitpunkt, als sie aufkamen, das Denken enorm verändert. Also allein was Kartenlesen an Orientierungsmöglichkeiten möglich gemacht hat. Und das macht man sich meistens nicht so bewusst. Genau diese Techniken nennt übrigens ein Philosoph namens Carr, bezeichnet die als intellektuelle Techniken, die eben das intellektuelle geistige Vermögen erweitern und ermöglichen, und damit natürlich auch verändern. Wenn wir jetzt davon sprechen, wer gestaltet Technik, wer macht Technik, da haben wir unterschiedliche Akteure, die da aktiv sind. Das ist zum einen der Eigentümer, in dem Fall jetzt, der besitzt jetzt den Laptop, also derjenige, der es auch herstellt, der es verkauft, der sagt, so und so wird's produziert, der hat ein gewisses Verwertungsinteresse. Dann haben wir den Techniker, der hat ein Designinteresse. Wir haben den Gesetzgeber mit spezifisch rechtlichen Interessen. Und wir haben natürlich die Konsumenten mit kulturell sehr differenzierten Nutzerinteressen. Und irgendwo in diesem pluralen Spiel der Kräfte, dazwischen bewegt sich der Punkt, der uns erklärt, oder nee, der Punkt, der sagt, wie sich eigentlich Technik entwickelt, was daraus wird. Und man kann gar nicht so ganz sagen, okay, dieser Mensch, da muss jetzt hingehen, wenn du möchtest, dass Technik nicht den Weg einschlägt, sondern den. Es ist also sehr schwierig, da das Freiheits- und Individualitätsprinzip zu verteidigen, weil es sich auch einfach sehr schnell mal verselbstständigen kann. Und genau dadurch kommen wir jetzt zum Technik-Paternalismus, also zur Frage, was ist denn eigentlich Technik-Paternalismus? Sarah Speakerman und Frank Pallas haben den Begriff 2006 geprägt.
Sie nannten es Technology Paternalism, Sie haben im Englischen geschrieben und wie ich vorhin erklärt habe, sollte man das aber ins Deutsche mit Technikpaternalismus übersetzen, nicht mit Technologiepaternalismus, weil wir hier eben diese zwei Begriffe haben. Technikpaternalismus, der Begriff ist also relativ jung. Es gibt den Begriff Technikdeterminismus, der in eine ähnliche Richtung geht, der auch sagt, Technik verändert das Handeln, Technik hat immer auch eine Richtung, in die sie strebt. Paternalismus beinhaltet noch eine Entmündigung, beinhaltet wirklich das unkontrollierte, entmündigende Effekt und das ist mir wichtig und deswegen halte ich es hier mit Sarah Speakerman und Frank Pallas. Der Paternalismusbegriff allein ohne Technik hat eine wesentlich ältere Karriere. Hier kommt zum ersten Mal Kant, den kriegen wir später nochmal wegen der Mündigkeit, der das zusammenfasste als eine wohlwollende Behandlung von Regierungen gegenüber unmündigen Kindern. Also die Untertanen werden behandelt wie unmündige Kinder und diese Kinder können gar nicht selber entscheiden, was eigentlich wirklich für sie nützlich und schädlich ist. Und er sagt, das ist der größte denkbare Despotismus. Also Paternalismus, wenn ein Staat gegenüber seinen Untertanen handelt. Man könnte es auch als verordnetes Glück bezeichnen. Und von der Definition her, Pater kommt aus dem lateinischen Vater, also die väterliche, wohlwollende Entmündigung. Das ist sozusagen das, was mit Paternalismus zu verstehen ist. Technikpaternalismus, auch wenn der Begriff noch nicht sehr alt ist, gibt es schon recht lange. Charlie Chaplin hat das zum Beispiel mit der Eating Machine im Film Modern Times thematisiert. Also Technik, dass Technik vormundschaftlich wird, das ist auch gar nicht neu. In dem Fall geht es natürlich schief und die Suppe landet ihm dann doch im Gesicht. Und das ist eben genau der Moment, da sieht man auch schon der Techniker im Hintergrund, der versucht, das Ganze zu fixen. Aber das Problem ist einfach, dass die Technik übergriffig wird. Jetzt kommen wir nochmal zu einer konkreten, genauen Definition von Technikpaternalismus. Das machen Philosophen sehr gerne. Sie definieren immer über etwas ist Technikpaternalismus dann, wenn und dann so erstens, zweitens, drittens, viertens. Und weil das ein bisschen schwierig zu erfassen ist, habe ich da mal eine kleine Hilfe geleistet und wir stellen erstmal die Akteure vor. Wir haben den Pater, P, wir haben die Technik, T, das soll übrigens kein iPhone sein, nur falls das jemand denkt. Das ist natürlich ein freies Handy, Technik T, eine Aktion A und das Individuum I. Die brauchen wir jetzt gleich für die Definition, deswegen schieben wir die mal so einfach zur Seite. Sagen, Technik ist paternalistisch, wenn, Punkt 1, A von I als limitierend empfunden wird. Zweitens, I A nicht vermeiden kann, ohne Funktionalität von T einzubüßen. Wichtiger Punkt. Drittens, wenn A von P so dargestellt wird, dass A hauptsächlich und im Interesse von I existiert. Und, das sind alles Unverknüpfungen, das muss alles zutreffen, viertens, A autonom durchgeführt wird. Also das mit der Autonomität ist dann nochmal wichtig. P setzt das zwar in Gang, aber T handelt dann autonom. Das ist erstmal ein bisschen zu kauen, aber letztlich ist das die Definition nach Frank Speakerman und Frank Pallas und Sarah Speakerman. Ich sehe da einige Schwierigkeiten in dieser Definition, die ich jetzt auch mal auflisten möchte. Zum einen ist es eine sehr subjektivistische Definition. Es muss als Freiheitsbeschränkung empfunden werden. Also gerade in den Ambient Technologies ist es ja immer mehr zu merken, dass man es eben nicht mehr merkt, wenn Technik mich entmündigt, wenn Technik mich gängelt und ich es gar nicht mehr mitbekomme, weil sie im Hintergrund agiert und ich gar nicht weiß, dass da gerade Technik irgendwas gesteuert hat. Also muss ich es gar nicht unbedingt als limitierend empfinden, um trotzdem gegängelt zu werden.
dann hängt das von der Darstellung des Paters ab. Also ist es auch sehr subjektivistisch. Der Pater muss es darstellen, dass es im Interesse sei. Aber was ist, wenn der Pater lügt zum Beispiel? Oder also wenn der Wahrheitsgehalt seiner Darstellung gar nicht korrekt ist? Das ist also, deswegen bezeichne ich es als subjektivistisch. Man kann mit dieser Definition keine klare, ja, wann empfinde ich denn etwas als imitierend? Das ist ja auch einfach unterschiedlich. Dann ist natürlich immer die Frage, wer ist der Pater? Ist das jetzt der Techniker oder der Eigentümer oder der Gesetzgeber? Oder eben die Technik selbst? Und das ist quasi die nächste Frage, ginge es nicht auch ganz ohne Pater? Könnte nicht der Kontrollverlust auch genau einfach aus der inneren Logik der Technik entspringen? Und ich sage da nämlich, es gibt eben zwei Ebenen von Kontrolle. Es gibt einmal die Kontrolle, dass mich der Pater mittels einer Maschine kontrolliert. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass Maschinen mich kontrollieren, ohne dass es da irgendwie einen Pater zu gibt. Weitere Kritik an dieser Definition ist der Freiheitsbegriff, beziehungsweise die Frage, welcher Freiheitsbegriff ist denn hier eigentlich intendiert? Der Freiheitsbegriff, da könnte man ganze Dissertationen drüber schreiben, haben auch viele gemacht, deswegen möchte ich da jetzt nicht so tief drauf eingehen. Es gibt aktive und passive Freiheit und es ist hier gar nicht klar, von was möchte ich eigentlich frei sein. Und dann stellt sich auch wieder die Frage, wie kann ich denn Individuen zur Freiheit befähigen, ohne denen diese Freiheit wieder despotisch zu verordnen? Also in dem Moment, wo ich sage, ich befehle dir, frei zu sein, wird irgendwie deutlich, da stimmt irgendwas nicht. Und auch das ist in dieser Definition nicht wirklich abgebildet. Gleichzeitig ist der kulturelle Kontext ausgeblendet. Es gibt Freiheitsbeschränkungen, die zueinander in Wechselwirkung stehen, die einander verstärken oder aber auch aufheben können und oder kompensieren können. Und es ist immer auch ein kultureller Aushandlungsprozess involviert. Und das, dann kommen wir wieder zu Punkt 1, es ist irgendwie subjektivistisch. Und das ist auch hier nicht mit abgebildet. Außerdem könnte man sagen, diese Definition trifft doch eigentlich auf jede Technik zu. Also wenn ich werde, wenn ich die Technik nicht so benutzen möchte, wie sie mir das vorgibt, damit bestraft, dass sie nicht funktioniert. Also wenn ich hier ganz, ganz schlicht und ergreifend eine Flasche habe und die zwingt mich dazu, den Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufzuschrauben. Wenn ich sage, nee, das möchte ich aber nicht und ich drehe die ganze Zeit in die andere Richtung, funktioniert sie nicht. Also die Bestrafung, dass die Funktionalität einbüßt, das habe ich ja eigentlich überall, weil mir jede Technik ihren korrekten oder ihre angemessene Handhabung aufzwingt. So rum funktioniert es. Und dieser Punkt bringt uns an einen ganz wichtigen Punkt, nämlich klarzumachen, es geht nicht um Technik allgemein. Es geht nicht darum, Technik allgemein abzulehnen. Es geht darum, sich Technikpaternalismus bewusst zu machen und zu hinterfragen. Und sich klarzumachen, indem wir Technik umwälzen, wälzen wir uns selber um und werden auch zu anderen Menschen. Und deswegen ist eben genau die Frage, wie wird Technik umgewälzt und was verändert das mit uns? Ich habe noch eine eigene Erweiterung zu dieser Definition. Mir fehlte da nämlich auch noch was. Nämlich, dass einmal der vorauseilende Gehorsam, wenn ich mich schon ganz freiwillig an Technik anpasse, aus Angst ihr in die Quere zu kommen. Ich habe da kleine Anekdote, wie ich in einem Regionalzug voller Studenten übrigens stand, also Leute, die zumindest schon ein bisschen gebildet sind. Im Hochsommer, es war sprechend heiß und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, direkt an der Tür zu stehen. Was gut war in so einer völlig übervollen Regionalbahn, ist nämlich die Luft dann sehr schlecht im Sommer. Und ich habe immer die Tür aufgemacht, die geht immer wieder von alleine zu und ich habe sie immer wieder aufgemacht. Und irgendwann kam eine Person in dem Zug auf den Gedanken, der Zug fuhr die ganze Zeit nicht los, dass er deswegen nicht losfährt, weil ich die ganze Zeit die Tür offen halte. Was Quatsch ist, sobald der Zug losfahren will, gehen die Türen zu und dann kann auch kein Fahrer die mehr öffnen. Genau das habe ich dann versucht zu erklären, aber das kam überhaupt nicht an. Das
bildete sich quasi ein Mob von Leuten, die alle mir jetzt sagten, ich soll, möge jetzt bitte die Tür zuhalten, weil sie endlich losfahren wollten. Also dieser vorauseilende Gehorsam, ich möchte der Technik nicht in die Quere kommen und deswegen tue ich auch Dinge, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben, aber sicherheitshalber orientiere ich mich dann trotzdem mal an der Technik und stehe lieber im warmen, nicht Sauerstoff gegebenen vorhandenen Zug, als dass ich mal irgendwie meinen Kopf anschmeiße. Zweiter Punkt ist eine Art freiwillige Unterwerfung. Das ist nämlich in dem Moment, wo ich weiß, also wo ich quasi wider besseren Wissens handel. Vielleicht kennt der ein oder andere die Situation, dass man bei einem Sachbearbeiter oder so ist und das einfach ganz offensichtlich. Schönes Beispiel hatte ich mit Amerika. Ja, Sie sind hier nicht als ausgereist vermerkt im Computer. Ja, aber ich stehe hier leibhaftig vor Ihnen in der amerikanischen Botschaft in Deutschland. Ich habe hier einen Ausweis. Sie können das doch überprüfen. Nein, es steht nicht im Computer und damit sind Sie nicht ausgereist. Das ist sozusagen die Unterwerfung wider besseren Wissens. Und was dabei eben auffällt, ist, dass je komplexer Technik ist, umso schwieriger ist sie noch dazu zu überblicken. Und deswegen muss man immer darauf achten, dass eben der Mensch die Technik kontrolliert und nicht andersrum. Also, dass ich immer die Möglichkeit habe zu überbrücken. Ich sehe, da ist der Mensch, der steht direkt im Fleisch und Blut vor mir, dann muss ich irgendwie den Computer überbrücken können, der halt das Gegenteil behauptet. Paternalismus kann man auch noch einschränken in, oder einteilen in zwei Untergattungen. Der Pater, der Vater, der schränkt eben die äußere Autonomie ein und wird auch als Einschränkung oder diese Einschränkung wird auch so empfunden. Im Gegenzug gibt es dazu, nicht ärgern, ich komme gleich auf die gendergerechte Variante, den Maternalismus, naja, die Mutter, das stammt von Giesinger, diese Einteilung, die beschränkt die innere Autonomie. Also das wird auch gar nicht unbedingt als Einschränkung empfunden. Das ist einfach ein fürsorgliches Handeln, was mich aber trotzdem unmündig hält, weil es entspricht aber den Wünschen von I. Also das beste Beispiel sind irgendwie so die, keine Ahnung, mir fallen da immer die Jungs ein, die sich mit 40 noch die Wäsche von ihrer Mama waschen lassen. Die wollen das, aber es hält sie auch unmündig. Jetzt ist natürlich diese furchtbare Einteilung in Paternalismus und Maternalismus mit männlich und weiblich zugeordneten Merkmalen völlig daneben, wie ich finde. Und deswegen schlage ich vor, stattdessen von hartem und weichem Paternalismus zu sprechen, beziehungsweise eigentlich noch treffender wäre externer Paternalismus und internalisierter Paternalismus. Also das der internalisierte Paternalismus ist der, den ich gar nicht mehr richtig wahrnehme und den ich eigentlich ganz gut finde. Fast alle Apple-Handy-Benutzer fallen genau in diese Geschichte. Die wollen diese Gängelung, die wollen eingeschränkt werden von ihrer Technik, weil sie so geil ist. Und das ist sozusagen, dazu ist die Frage, es könnte sogar sein, gerade weil es unterbewusst ist, dass das sogar noch gefährlicher ist als der externe Paternalismus. Weil gegen den wehre ich mich ja wenigstens. Was ist unsere bleibende Definition von dem Ganzen? Versuche ich jetzt nochmal zusammenzutragen. Technikpaternalismus ist das Auftreten autonomer Aktionen technischer Systeme in Bezug auf Individuen, die diese Aktionen eben nicht kontrollieren können. Und ich sage dazu, der muss dabei nicht zwingend wahrnehmbar sein und es hat eine vormundschaftliche Ebene drin. Technikpaternalismus oder autonome Technik haben wir schon lange, das ist auch eine schöne Sache. Die Essensmaschine ist ja auch autonom. Aber was jetzt eben sich an der Situation verändert, ist ein neuer Faktor, der sensorisch verschaltete, der vernetzte, der universale, also intelligente Computer. Und
der bringt eben in diese ganze Überlegung mit Technikpaternalismus eine ganz neue Form der Autonomie mit rein. Also in dem Moment, wo die Dampfmaschine autonom agiert, habe ich da noch viele Möglichkeiten, das auch zu verändern. In dem Moment, wo alles digital wird, bekommt das einfach eine komplett neue Ebene und muss damit auch neu nochmal komplett neu diskutiert werden. Was macht das denn eigentlich mit uns, diese ganze Technik, digitale Technik? Der Fehler, Moment, jetzt muss ich einmal, ach so, richtig. Der Fehler, wenn man das als Fehler bezeichnet, des Technikpaternalismus, den kann man nicht an der Technik selbst beheben. Ich kann die Flasche nicht verändern, dass sie anders aufgeht. Sie gibt mir nun mal diesen Handlungsrahmen vor und kann mich damit halt entweder abfinden oder nicht. Der Fehler muss bei uns selbst behoben werden, nämlich in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen. Hier stört es mich nicht, dass die Flasche mir sagt, wie ich sie benutzen soll, weil finde ich super. Aber die Frage zu stellen, stört es mich oder stört es mich nicht, das ist der wichtige Punkt, der mir, wenn ich jetzt nochmal auf Spitze kurz zurückgehe, genau fehlt. Genau die Frage stellt er nicht. Er macht das viel zu allgemein. Und deswegen halte ich es für sehr gefährlich, auch was er schreibt. Obwohl er in vielen Teilen sehr nah an dem liegt, was ich auch sage, nämlich wir müssen das hinterfragen. Wir müssen uns Technikpaternalismus bewusst machen und wir müssen unsere digitale Mündigkeit behaupten. In dem Moment, wo ich mündig mit dieser Technik umgehen kann, kann ich nämlich überhaupt erst entscheiden, stört es mich oder stört es mich nicht? Hier stört es mich nicht. Bei meinem Telefon, wenn das irgendwie, ohne dass ich mitkriege, meine Daten, wo ich gerade mich befinde, in die Weltgeschichte funkt, da stört es mich. Und genau um mir diese Frage überhaupt stellen zu können, um die auch beantworten zu können, muss ich digitale Mündigkeit haben. Und am besten wäre es eigentlich, wenn wir insgesamt eine Art ethisches Grundgerüst für diese Techniken aufstellen würden. Und zwar, bevor es irgendwelche Leute tun, wie es jetzt gerade passiert, die sich damit gar nicht auskennen. Also die nicht wissen, was mit Technik ist, wie Technik sich entwickelt. An der Stelle sage ich immer ganz gerne, Moral ist wie ein Muskel, den wir eben auch trainieren müssen. Und wenn wir die verkommen lassen, dann sind wir auch da nicht mehr gut in der Lage zu entscheiden, was halte ich denn jetzt für richtig und was halte ich für falsch. Und deswegen müssen wir quasi unseren Moralmuskel auch immer, wenn wir mit Technik umgehen, trainieren und immer die Frage stellen, halte ich das jetzt für richtig oder nicht? Und nicht wie die Schafe einfach, der will meinen Namen wissen, na gut, gebe ich meinen Namen ein. Sondern einfach hinterfragen, ist das jetzt notwendig oder nicht? Jetzt kommen wir zum Thema Mündigkeit. Da bin ich ja schon gerade hingekommen. Was ist denn digitale Mündigkeit? Fragen wir uns mal wieder, hier haben wir Albert Einstein, der eben genau sagt, die Frage, wo Technik und Wissenschaft uns hinbringt, hängt eben genau davon ab, was denn eigentlich unsere moralischen Werte machen damit. Also die Quintessenz ist, entscheidend ist, was wir daraus machen. Und deswegen müssen wir immer wieder drüber nachdenken und die Fragen stellen. Mündigkeit hat auch verschiedene Facetten. Zum einen ist es erstmal ein Rechtsbegriff. Und zwar stammt das aus dem Altdeutschen, Mund mit T, hat mit dem Mund gar nichts zu tun, haben aber den Fehler haben auch viele andere, auch höher, ich glaube Lessing oder Schiller, einer von beiden hat diesen Fehler zum Beispiel auch gemacht, also da ist man nicht alleine. Die Mund bezeichnete die hervorgehobene Stellung des Hausherren gegenüber Frau, Kindern und Gesinde. In dem Moment, wo ein junger Mann aus der Mund des Vaters heraustrat, wurde er damit mündig. Gleichzeitig, Frauen wurden natürlich nicht mündig, die traten aus dem Mund des Vaters in den Mund des Ehemanns. Was ich ganz spannend finde an der Stelle ist, dass auch der Begriff Mündigkeit sich also von dem Vater ableitet. Wir erinnern uns, der Paternalismus hat ja auch mit dem Vater zu tun. Und
Heute haben wir das als Rechtsbegriff, da auch unterschiedliche Ebenen oder Stufen. Man kann ehemündig sein, das ist schon wesentlich früher als die Strafmündigkeit und die Wahlmündigkeit liegt irgendwo dazwischen. Also da sieht man, im Rechtlichen gibt es da auch unterschiedliche Stufen. Es wird aber auch bezeichnet als Reifen des Menschen als Gesamtgeschlecht. Also es wird eine Analogie hergestellt der Menschheit mit dem Heranreifen eines Kindes. Und dabei geht es auch darum, Verantwortung für das Fortbestehen der eigenen Spezies zu übernehmen. Fortbestehen, Verantwortung, Selbsterhaltung, das ist quasi auch das, worum es in den Rechtsbegriff geht. In dem Moment, wo ich erwachsen bin, bin ich in der Lage, für mich selber zu sorgen. Und in der Aufklärung geht es eigentlich auch darum, dass wir als Spezies unser Fortbestehen, den Erhalt als Spezies ermöglichen. Und zwar über die eigene Lebensspanne hinaus. Für die Demokratie ist Mündigkeit eine ganz wichtige Voraussetzung, weil in der Demokratie sind wir ja als alle sozusagen, das Volk herrscht ja oder soll zumindest herrschen und handeln, wenn in dem Moment, wo ich herrsche, muss ich auch verantwortbar sein. Also ich muss die Verantwortung tragen für die Entscheidungen, die ich treffe. Und um verantwortbar zu sein, also um verantwortlich handeln zu können, muss ich verantwortbar sein und um verantwortbar zu sein, muss ich mündig sein. Das ist sozusagen die Kette, in der auch klar wird, Mündigkeit ist für die Demokratie eine ganz wichtige Angelegenheit. Und Freiheit, leider wird dieser Begriff sehr ausgelatscht und seine Wichtigkeit geht dadurch ein bisschen verloren. Das ist natürlich Bedingung für Aufklärung, laut Kant. Und da gibt es so eine schöne Wechselwirkung. Freiheit ist Bedingung für Aufklärung. Aufklärung, daraus entsteht Mündigkeit und aus Mündigkeit ist wiederum die Bedingung für Freiheit. Und dann haben wir da also wenn wir so alles drei gleichzeitig so langsam erheben, dann sind wir da ganz gut mit. Freiheit ist also auch gleichzeitig ein befreiendes Element. Und es geht einfach um das Heraustreten aus einem Herrschaftsverhältnis, also dem Pater, der über mich herrscht. Es gibt auch so, ich nenne es jetzt mal hier technische Mündigkeit, also natürlich nicht nur die digitale Technik muss ich mündig behandeln, sondern auch die Technik. Da gibt es so ein paar Schwierigkeiten, es gibt eine ziemlich hohe psychologische Entfernung, es gibt viele Technik, die psychologische Entfernung zu den Konsequenzen, die sie auslöst, erhöht. Also zum Beispiel ein Pilot eines Kampfjets, der drückt nur noch zu einer gewissen Koordinate aufs Knöpfchen und der kriegt überhaupt nicht mit, was da unten passiert. Der kann auch nicht überprüfen, ob das jetzt wirklich ein Waffenlager ist oder ob es vielleicht doch ein Krankenhaus war, wo er jetzt drauf geschossen hat. Er kann also gar nicht eigenverantwortlich handeln und handelt damit unmündig. Außerdem gibt es eben Situationen, in denen Technik ethische Entscheidungen übernimmt, zum Beispiel Digital Rights Management ist was dafür. Autos haben schon viel eingebaut, auch was mir Entscheidungen abnimmt. Ein ganz tolles Beispiel ist auch der DVD-Ländercode, in dem ich gar nicht mehr gefragt werde, wo ich habe die DVD gekauft, im Buch kann ich überall lesen, egal wo ich mich befinde. Wenn ich eine DVD kaufe und damit ins Ausland fahre, kann ich Pech haben und die da gar nicht abspielen. Es braucht also irgendwie so eine Art, und Punkt 3 ist dann, je komplexer das Ganze wird, desto höher ist die Bereitschaft, dass ich das einfach so hinnehme und akzeptiere, weil da kommt dann immer so eine schöne Überforderung durch Masse dazu und ich kann ja auch nicht bei allem irgendwie mir dauernd Gedanken drüber machen. Bei den Ambient Technologies kriege ich ja gar nicht mehr mit, wenn Technik vorhanden ist und Entscheidungen übernimmt. Es braucht also eigentlich sowas wie ein digitales Allgemeinwissen, in dem man sich nicht jede Frage neu stellen muss, sondern in dem ich schon so ein Auswahl an Infos oder an Gedanken dazu habe.
wenn jetzt Mündigkeit haben und da quasi ein ethisches Grundgerüst uns überlegen, dann kommen wir natürlich ganz schnell bei Kant raus. Das ist ja so der Erste, der mit der Mündigkeit sich beschäftigt hat. Und der hat da einen Satz gebracht in seinem Aufsatz, was ist Aufklärung? Ja, wenn man ihn modern versteht, ist da einfach leider immer noch sehr viel dran. Er sagt, dass eben die Hauptgründe für Unmündigkeit Faulheit und Feigheit sind. Und wenn ich mir die Frage, also wenn ich beobachte, wie Menschen mit zum Beispiel mit Computern sich unmündig verhalten, dann ist das, ich würde es nicht so gemein fies ausdrücken, aber dann liegt das meistens entweder daran, dass jemand sagt, boah, habe ich jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ich mache mir halt einfach einen Google-Account. Oder also in die Richtung, es ist halt einfach ablehnen im Sinne von, da möchte ich keine Zeit reinstecken. Oder genau Angst, ach, das verstehe ich ja eh nicht. Und wenn man kann sagen, hey, das ist wirklich selbsterklärend, du musst nur auf diesen Link gehen und da wirst du lernen, du wirst es genau erklärt kriegen, wie man ein Doodle einrichtet. Du musst nur auf den Link klicken, dann ist die Aussage, du musst nur auf den Link klicken, schon so, oh Gott, das schaffe ich eh nicht. Und das führt dann aber dazu, dass Menschen sich nicht weiter damit beschäftigen und es dann anderen Menschen sehr leicht machen, sich zu ihren Vormündern aufzuwerfen. Leute, ablehnen, die nicht ihrer Verantwortung gerecht werden wollen quasi. Ich sage, dass jeder, der sich mit Computern, mit Technik, mit digitaler Technik beschäftigt, auch die Verantwortung hat, das zu hinterfragen und zu überlegen, was macht das mit mir. Und deswegen, wenn man radikal wäre, würde ich sagen, hey, wenn du nicht bereit bist, auf diesen Link zu klicken und mal zu versuchen, rauszufinden, wie man ein Doodle einrichtet, dann solltest du eigentlich Computer gar nicht benutzen. Weil es ist ganz wichtig, dass du in der Lage bist, die Technik zu hinterfragen, die du benutzt und damit umzugehen. Also in dem Moment, wo ich muss meiner Verantwortung mit den Medien auch gerecht werden, ich muss das Medium auch mitgestalten und darf es nicht nur benutzen. Und deswegen ist es eigentlich eine nette Sache, diesen Text, was ist Aufklärung, so zu lesen, als wäre er heute verfasst worden. Dieses digitale Allgemeinwissen, dabei geht es mir darum, quasi eine Rückgewinnung von Kontrolle zu schaffen und eben die Folgen dieser zunehmend autonomen, intelligenten, technischen Systeme zu hinterfragen und eben bestimmte Autonomieeigenschaften in Techniken auch einfach schlichtweg zu unterbinden. Also wenn die Fernbedienung vom Anfang, wenn die noch ein weiteres Knöpfchen hätte, wo ich draufdrücken kann und sagen kann, stopp, egal was du machst, ich möchte nicht, dass du es machst, überbrücke das, dann wäre die Fernbedienung gar nicht mehr paternalistisch, weil dann könnte ich genau diese Autonomieeigenschaft unterbinden. Wie sieht das in der Praxis aus? Es gibt da so ein paar Grundforderungen, die ich jetzt mal hier notiert habe. Ich vergleiche Software ganz gerne mal mit Systemen, mit politischen Systemen. Und ich sage, bei Software ist es genauso wie in der Demokratie, wenn ich nicht in die Regeln schauen kann, dann ist es ein totalitäres System. Es ist wichtig, dass ich in das Grundgesetz und überhaupt in die gesamte Rechtsprechung und Rechtsgebung reingucken kann. Vieles davon verstehe ich wahrscheinlich nicht, so geht es mir mit Quellcode von Software auch. Aber ich kann jemanden einstellen, ich kann mir einen Juristen bitten und sagen, bitte schau dir diese kleine Ecke hier mal an und erklär mir das. Und genau so kann ich auch für den Code jemanden einstellen, der mir was daran verändert. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr in die Gesetzgebung reinschauen kann, bin ich ihr ausgeliefert. Ich weiß nicht, was macht die Technik überhaupt. Und das ist vergleichbar mit einem System, in dem ich die Gesetze nicht anschauen kann, weil da können die dann nämlich auch heimlich geändert werden, ohne dass ich da was von mitbekomme. Es ist ein totalitäres System. Das heißt, eigentlich müsste alle Software frei sein. Das ist ein langfristiger Traum, aber träumen dürfen wir als Philosophen, ja, das ist ja das Schöne. Gleiches gilt für offene Standards und offene Schnittstelle. Die brauchen wir,
damit wir Dienste wechseln können. Im Moment ist es so, wenn ich von Facebook zu Twitter wechseln möchte, dann muss ich mein Netz neu aufbauen. Ich kann nichts mit rausnehmen. Die digitale Verknüpfung von Informationen, also wenn wir bei Punkt 2 sind, ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Wir müssen die Privatheit schützen, weil diese Verknüpfung von Informationen einfach ungeahnte Ausmaße annimmt. Und wenn ich über jemanden sehr viele Informationen habe und dieser Mensch vielleicht noch nicht mal weiß, dass ich so viele Informationen über ihn habe, dann wird er unglaublich manipulierbar für mich. Und genau in einer Demokratie wollen wir eigentlich nicht, dass der Souverän manipulierbar ist. Deswegen ist eben auch Datenschutz ein ganz, ganz wichtiges Ding an der Geschichte. Mit gesamtes Internet nutzen meine ich, dass es eben, die meisten denken, nur noch www ist das Internet. Es gibt aber noch viel mehr, es gibt FTP, es gibt SMTP, es gibt ERC, das ist alles das Internet. Und sich also das auch wirklich benutzen. Es wird immer mehr browserabhängig irgendwie gemacht. E-Mails werden zum Beispiel nur noch über den Browser abgerufen. Auch Chat läuft eigentlich über ein anderes Protokoll. Auch das läuft dann über den Browser. Und wir haben es auch am Telefon, diese ganzen Apps, die meistens auch nur auf einen Teil des Internets zugreifen und dann zum Beispiel Funktionen begrenzen. Es gibt da richtig gute Beispiele, wo richtig klar wird, wenn ich jetzt auf die Originalseite gegangen wäre und nicht die App genutzt hätte, dann hätte ich viel mehr Freiheiten gehabt. Medienkompetenz, also wir brauchen das ein digitales Allgemeinwissen, wir müssen eigentlich alle Menschen auf ein Grundkompetenzniveau bringen. Wir müssen uns klar machen, dass wir Verantwortung tragen in dem Moment, wo wir Technik benutzen und dass genau um diese Verantwortung tragen zu können, braucht es, wie gesagt, diesen Knopf, mit dem ich überbrücken kann. Das heißt, wir dürfen keine Technik haben, die Verhaltensweisen vorschreibt oder nicht zu umgehen oder zu überbrücken ist, weil nur dann ist auch klar, ich bin verantwortlich. In dem Moment, wo ich sagen kann, ich konnte nicht anders, das Auto ist so gefahren und deswegen habe ich den Menschen überfahren. In dem Moment bin ich nicht mehr verantwortlich und es muss einfach klar sein, natürlich bin ich verantwortlich, wenn ich Auto fahre. Und der Mensch muss das letzte Wort haben. Dann muss Technik transparent sein, sie muss kenntlich machen, wenn sie etwas entscheidet und ob sie etwas entscheiden und sie muss sichtbar bleiben als Mittel, sodass ich überhaupt die Möglichkeit habe, meiner Verantwortung gerecht zu werden. Es muss viele Optionen geben, die dürfen nicht zu unübersichtlich werden und es braucht bedachte Grundeinstellungen. Um es mit Einstein zu formulieren, Technik muss so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher. Und gerade durch bedachte Grundeinstellungen schaffe ich es eben auch Leuten, die eher überfordert sind, damit trotzdem eine gute Technik an die Hand zu liefern. Wir brauchen eben neue Modelle zur Anerkennung stoffloser Leistung, das wird irgendwie immer mehr. Und in dem Moment, wo Daten nicht mehr ortsgebunden sind, verbreiten sie sich weiter und das ist eigentlich auch sehr wünschenswert, aber trotzdem müssen wir natürlich überlegen, wie wir diese Leistungen als Leistungen weiterhin anerkennen. Wir haben festgestellt, ein restriktiver Schutz, die Restriktionen immer weiter auszubauen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Außerdem müssen wir der Wissenschaft klar machen, dass sie sich damit mehr beschäftigen muss, dass sie das Thema mehr hinterfragen muss, mehr sich Gedanken drum machen muss und zweitens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, als Forschungsquelle auch akzeptiert werden muss. Also das setzt sich auch gerade immer weiter durch, aber es gibt zum Beispiel immer noch keine richtige Zitierweise für Internetquellen. Und es ist natürlich sehr schwierig, sich wissenschaftlich mit dem Internet zu beschäftigen, wenn man das Internet eigentlich gar nicht als Forschungsquelle benutzen darf. Oder es ist immer noch so mit Naserümpfen und so weiter. Und da versäumt die Wissenschaft auch viele Chancen, die sie aber jetzt bestimmt hoffentlich bald nachholt. So, damit sind wir jetzt so langsam am Ende angekommen.
Ach nein, genau, kurzes Beispiel noch, natürlich bin ich nicht die Erste, die Netzethik oder Moral für moralische Hinterfragung des Ganzen fordert. Da gibt es schon sehr viele, auch schon sehr alte Geschichten, die aber leider alle ziemlich ausführlich sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem nicht sehr digital mündigen Vater, die in die Hand drücken würde, das würde den maßlos überfordern. Und was ich gerne hätte, ist sozusagen das Allgemeinwissen, also auf einer Ebene, auf der es eben nicht die Menschen überfordert, auf dem es relativ einfach dargestellt ist und in dem es nicht um komplizierte Sachen mit Auslauf geht, sondern in denen es wirklich darum geht, die Basics zu klären. Und dann kann es ja gerne komplizierter werden, aber das muss eben als gesellschaftlicher Prozess funktionieren. Aber vielleicht kann man natürlich dieses Netzethiken auch als Hilfsstellung oder als Inspiration schon mal heranziehen, weil da steht auch eine Menge Vernünftiges drin. So, ja, da sitzt der Faust nun am Ende und ist so klug als wie zuvor. Kant hat Mündigkeit gefordert und die brauchen wir auch im digitalen Raum. Und dazu ist es einfach ganz wichtig, den eigenen Verstand zu gebrauchen, die Technik in dem Moment, wo ich sie benutze, ständig auch zu hinterfragen ich kann mir natürlich auch bewusst machen, dass mein persönlicher einzelner Einfluss auch nur begrenzt ist, also und der gesamte menschliche Einfluss über die Technik ist natürlich auch begrenzt, weil es ist auch einfach gar nicht möglich, über alle Gesetze und Prozesse in der Natur zu herrschen. Und so ist es natürlich auch, geht es auch mit Technik. Ich kann nicht alles einwandfrei kontrollieren. Gleichzeitig ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass ein Wissen um die Funktionsweise der Technik zwar wichtig ist, aber nicht das einzig Wichtige. Also es gibt viele, die sagen, ach, ich kenne mich damit ja gar nicht genug aus. Das macht aber nicht digitale Mündigkeit aus. Digitale Mündigkeit macht aus, dass ich sie hinterfrage. Und in dem Moment, wo ich sie hinterfrage, lerne ich die Technik ja auch ohnehin besser kennen. Das heißt, um mich mündig mit Technik zu beschäftigen, ist es gar nicht notwendig, dass ich sie besonders gut kenne. Ein mündiger Umgang führt automatisch dazu, dass ich sie besser kennenlerne, weil ich sie hinterfrage. Und wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, richtig, genau. Das bedeutet für uns Menschen, die sich ja schon auch mit Medien beschäftigen, ich versuche gerade immer vor allem Frauen dazu zu bewegen, die digitale Technik auch mal mitzugestalten und sie nicht nur zu benutzen, weil gerade diese Überforderung, da lassen sich viele Frauen tatsächlich noch sehr von entmutigen und erschrecken. Wir müssen uns der Verantwortung bewusst werden und dieser Verantwortung auch gerecht werden. Wir müssen uns klar machen, dass nicht alles, was geht bei der Technik, auch unbedingt gut ist. Gleichzeitig ist aber auch nicht alles, was Technik ist, irgendwie böse. Immer auch an Technikphilosophie denken, daran denken, was macht das Ganze denn mit dem Menschen, wie verändert das denn unser Denken. Dran denken, wir sind im Moment die Pioniere. Wir sind diejenigen, wir stehen jetzt an diesem entscheidenden historischen Wendepunkt, wo sich die Digitalisierung immer weiter ausbreitet und etabliert. Und das, was wir damit machen, ist weichenstellend. Also wir bestimmen, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Ob sich es in eine freiheitliche Richtung entwickeln wird, die Demokratie stärkt, in der Mitbestimmung durch die digitale Technik besser wird und besser möglich, in der Journalismus freier wird, oder ob es eben genau das Gegenteil passiert, ob wir uns dadurch gleichschalten und in unserem Handeln und Denken einschränken lassen. Technik prägt sowohl unser Denken als auch unser Handeln, das müssen wir uns bewusst machen. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir dafür die Verantwortung tragen. Wir, nicht die Technik. Deswegen müssen wir auch immer unseren Moralmuskel trainieren. Ja, und das, damit sind wir dann beim Ende. Die Quellen sind jetzt hier nicht so gut zu erkennen, aber sind auch, ich weiß nicht, wenn jemand die Folien haben möchte, dann stelle ich die natürlich gerne zur Verfügung. Und jetzt können wir noch ein bisschen diskutieren. Ja.
Vielen Dank. Oder Fragen?